Das ist die neue Giftboot. Das ist etwas anderes als die klassischen Fotoboxen. Hat sehr, sehr viele Vorteile. Eins der Vorteile ist, es läuft auf Akku. Hier unten ist ein Akku, was auch das Ringlicht auch mit Licht, mit Strom hier versetzt. Bis zu 10 Stunden. Ist auch wirklich sehr, sehr leicht. Man kann es einfach nehmen auf die Tanzfläche oder vielleicht beim Empfang, bei den Gruppenbildern. Man braucht das lästige Auf- und Abbau nicht. Man kann es überall hinstellen, weil es auch durch das Licht auch eine sehr schöne, ja, wie so ein Beauty-Licht im Gesicht hat. Und man braucht keinen Hintergrund dafür. Man kann es auch von der Höhe auch ganz flexibel anpassen für kleine Kinder, für große Kinder. Man kann es neigen und ist wirklich auch kinderleicht. Jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Man kann bei der Giftboot drei Möglichkeiten machen. Man kann klassisch die Fotoboot nutzen, aber auch jeweils die GIF oder auch Burst-GIF-Variante. Also sprich, eine kurze Videobotschaft erstellen, jeweils ohne Ton. Ja, und das zeige ich euch jeweils einmal. Einmal die normale GIF-Variante. Da klickt man das in der Mitte drauf. Und hier sieht man sich selber. Das heißt, man kann schauen, ob man in der richtigen Position ist. Und hier unten, das ist das Geniale, hier hat man verschiedene Accessoires. Man sieht, jeder, der mit mir zum Beispiel jetzt mit zwei, drei Leuten im Fenster steht, hat das gleiche Accessoire an. Drei Bilder werden gemacht und man klickt einmal hier drauf und da läuft auch schon ein Countdown, kann man sich positionieren, lächeln, vielleicht anders positionieren und das letzte Bild, genau. Anschließend wird das in diesem Layout, was wir auch schon erstellt haben, angezeigt, die drei Bilder, die eben gemacht wurden. Und das Schöne ist, man hat verschiedene Filter, die man sich auswählen kann. Wir nehmen zum Beispiel mal so einen Beauty-Filter, gehen hier auf Next und könnten uns das jeweils per E-Mail, per SMS verschicken, zum Beispiel per SMS. Man gibt seine Telefonnummer, geht auf Share und bekommt das in kurzer Zeit auf sein Handy oder per E-Mail und geht dann einfach auch weiter auf Skip. Und dann ist auch so gesehen der Vorgang hier beendet und der nächste kann dann auch sofort weitermachen. Als nächstes zeige ich euch die Burst-GIF-Variante. Hier wird das GIF noch viel schneller gemacht. Hier werden jetzt in 15 Sekunden 15 Bilder gemacht, also wirklich ganz viele Bilder hintereinander. Und so wie man sich bewegt, wird das noch viel schneller dargestellt. Ja, hier wieder ganz viele Accessoires. Ich zeige einfach mal so ein paar Accessoires. Die sehen teilweise auch witzig, auch für Hochzeit, auch für Schnurrbärte. Hüte, Brillen oder auch irgendwelche Slogans. Ist wirklich verrückt, was man so alles machen kann. Also für jeden Geschmack auch sowas Witziges. Ja, ich will einfach mal so einen Hut. Gehe nochmal hier hin. Hier oben wird angezeigt 10 Bilder. Das gibt es auch jeweils mit 15 Bilder. Man klickt hier drauf. In 3 Sekunden werden 10 Bilder gemacht und genau, das, was ich gezeigt habe, wird auch gleichzeitig als ein schnelleres Video dargestellt als GIF. Und wie gesagt, mit den Filtern ist es wirklich eine sehr witzige Sache. Man geht auf Next und könnte jetzt auch zum Beispiel per E-Mail sein E-Mail auf Share und dann wäre es beendet. Ja, so einfach geht es. Wirklich sehr flexibel, sehr schnell, ganz einfach zu erklären. Und ja, wenn ihr da Lust habt, bucht uns doch gerne.